Ja, hallo, da bin ich wieder hier bei Minecraft im Sommerland. Und der Erik ist auch am Start. Hallöchen. Moin, moin. Ja, und ich baue hier heute mal ein bisschen weiter in meiner Höhle. Schöne Orkbehausung. In der feuchten Höhle. In der feuchten Höhle. Hast du da mal so Stalagmiten und so hingemacht? Ich hab's ganz bisschen, cool. Bisschen versucht, halt sowas von der Decke hängen zu lassen, ja. Kann man mal schwierig, machen. Schwierig, aber, ne? Schwierig, ja. Weil man, also es ist alles so eng hier drin. Ja. Da hat man nicht so wirklich Platz, was von der Decke hängen zu lassen, weil dann hängt das direkt im Weg rum. Naja. Ja, vor allem halt mit diesen viereckigen Blöcken irgendwie. Ja, genau. Die müssen halt ein bisschen spitzer zulaufen. Ja. Und so. Dafür muss es dann schon wieder riesig sein. Ja, genau, genau. Ich wollte hier mal ein paar Sachen ausprobieren, denn ihr habt wieder fleißig Kommentare geschrieben. Und ein Vorschlag war, hier ein paar Redstone-Fackeln einzubauen. Also nicht Fackeln, ich meine Redstone-Fackeln und dann eine Lampe dran, so. Teste ich gerade mal, wie das so aussieht. Warte mal, aber so leuchtet die gar nicht, oder? Nee. Die Fackel muss... Wie ist das denn? Wann leuchtet der Block denn? Er muss entweder auf der Redstone-Fackel stehen. Ja, ja, ich hab voll den Mist gebaut gerade. Redstone-Lampe muss ich natürlich nehmen. Und du, eine Kürbislampe. Ich kann auch einen Redstone-Block nehmen, ne, anstatt der Fackel. Ja. Ist ja wurscht. So. Mach ich die Fackel mal weg. Ja, das ist auch cool. Werde ich mal an ein paar Stellen unterbringen. So, und hier müssen wir noch ein paar Verbesserungen vornehmen. An unserer Treppe. Gucken überall noch die normalen Steine raus. Ich glaube, die Treppe hier, die ziehe ich dann auch mal weiter nach unten. Denn wir hatten ja gedacht, dass wir da unten so ein bisschen wohlhabendere Orks unterbringen. Also je weiter man runtergeht im Berg, desto reicher werden die Orks. Und fetter auch, oder was? Fetter. Naja. Die Orks, meinst du? Reiche Orks sind fette Orks. Ja, die haben mehr zu essen. Aha. Das war früher ja auch im Mittelalter so. Die müssen nicht zur Running Farm. Da früher im Mittelalter war es ja auch so, da war es gar nicht schlimm, fett zu sein. Also so gesellschaftlich auch. Es hat eher gezeigt, dass man wohlhabend ist. Ja, das hört man zumindest immer so, ne? Ja, nimmt man, weiß es natürlich nicht genau. Weiß es nicht, sind ja alles nur Spekulationen der Historiker. Ja, aber das hört sich auch so ein bisschen an, als könnte es eine Spekulation von irgendjemandem sein, so. Nee, ich weiß nicht. Also das könnte halt auch, weißt du, wenn man ich habe noch nie mit einem richtigen Historiker darüber gesprochen, so. Ja, aber ich kenne das schon aus dem Geschichtsunterricht auch, glaube ja, ich. Ja, eben, ja klar, aber gut. Ich würde jetzt meine Geschichtslehrer nicht Historiker nennen. Nee, so, aber wenn es in einem Geschichtsbuch steht, das wurde ja vielleicht von einem Historiker geschrieben, oder? Ja, okay. Akzeptiert. Ja, und hier noch ein anderer Comment. Die Leute haben gefragt, Erik, woher hast du dein Redstone-Wissen? Das habe ich mir eigentlich größtenteils durch Lesen angeeignet und durch Videos. Also... ist gar nicht so schwierig, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, aber ich bin da ja auch noch gar nicht perfekt, so. Ja, ist auch viel Tüftelei, ne? Wenn wir hier sowas bauen... Viel zu lernen halt. Genau, wenn wir hier sowas bauen, dann probieren wir auch immer ein bisschen rum. Das ist nicht immer im ersten Anlauf direkt perfekt. Ja. Aber wie gesagt, dieses Wireless... Also wie ich schon mal erwähnt hatte, dieses Wireless Redstone macht halt... erleichtert einem so vieles. Weil meistens, woran es hapert bei Redstone, ist halt nun mal meistens die Verkabelung dann am Ende. Mhm. Die macht es meistens komplizierter, als es eigentlich ist. Und ohne Kabel keine Verkabelung. Ups. Ja, und dann hatte ich noch gefragt, was die Leute denn so von Ork-Frauen halten. Ob es Ork-Frauen überhaupt gibt. Die dürfen nicht wählen. Hä?
Die dürfen nicht wählen gehen und so, oder die was? Frauen, ja, also, ja, ich hatte halt auch so gesagt, zum Beispiel bei Herr der Ringe, da gibt es keine Ork-Frauen, soweit ich weiß, weil die Orks da so gezüchtet werden. Echt? Ja, die wachsen, also die wachsen doch so im Boden einfach. Ja, ich weiß, in diesen Sümpfen, also da kamen die raus. Aber das waren doch die Urukai, oder? Ja, stimmt schon. Aber man hat trotzdem nicht eine Ork-Frau gesehen in Herr der Ringe. Ja, das stimmt. Deswegen. Obwohl, weißt du, vielleicht kann man es auch nicht, vielleicht hat man sie gesehen und die sind halt körperlich so ähnlich, dass man sie halt nicht unterscheiden kann. Ja, okay, das kann sein. Das kann sein. Ich meine, ich könnte jetzt auch zum Beispiel, auf den ersten Blick erkenne ich auch nicht, ob ein Fisch zum Beispiel, ja, ob das ein Männchen oder ein Weibchen ist. So. Ja klar, wenn die genauso aussehen, ja. Ich finde, ich bin da immer so ein bisschen auch fehlgeleitet von zum Beispiel Shrek, ja, das sind halt Oger. Ja. Und da gibt es ja so eine Ogerfrau, die auch wie eine Frau aussieht. Ja, klar, aber das ist ja auch immer alles personifiziert so. Ja, genau. Und sind ja Orks halt auch meistens, deswegen geht man da auch direkt von aus. So. Ja, da müssen wir auf jeden Fall gucken, also, ne, wenn es hier Ork-Frauen gibt, wie wir die integrieren. Ja klar gibt es Ork-Frauen, oder? Ich meine, wir leben hier im 21. Ork-Jahrhundert. Ja, ne, finde ich auch. Aber, also sprechen wir dann trotzdem so die Klischees an? Sind die Frauen hier die Wäsche waschen und so? Oder sind das die auch Krieger? Die Wäsche waschen? Ja. Das stand auch in den Kommentaren. Jetzt begibst du dich hier auf Ich weiß, Lockeren ja, ich habe das. Nee, ich habe das aber in der letzten Folge, also nicht jetzt die letzte Folge, aber die letzte Folge, wo ich diese Frage gestellt habe, da habe ich das schon, habe ich meinen Standpunkt dazu schon eigentlich weitestgehend dargelegt. Ja, dass und ich, der wäre Frauen an den Herd. Nee, eben nicht. Eben ja, nicht, ja. Aber ich meine, wir sind hier ja eben in einer älteren Zeit, ne? Ja. Weiß nicht, ist halt so komplett abgekapselt, so ein bisschen eigentlich. Okay, also Der Erik sagt, kein Unterschied. Nee, bei Orks finde ich, ist es unpassend. Also die Orks sind eher so, vergleichsweise eher so mit den Wikingern und da waren die Frauen auch mit auf dem Schlachtfeld schon. Ja, das stimmt. Okay, ja, dann müssen wir aber, weiß ich nicht, das schon irgendwie kenntlich machen, oder? Es ist halt noch so gar nichts Weibliches in der Ork-Welt. Oder meinst du, es sind alles Mannsweiber so? Oh Mann. Ja, keine Ahnung, ey. Mir würde da jetzt spontan nichts zu einfallen, was irgendwie passend wäre, um sowas kenntlich zu machen, wo ja auch Frauen unterwegs sind. Ich finde das irgendwie selbstverständlich. Also, okay. Ich weiß ja nicht, aber irgendwie müssen sich die Viecher halt reproduzieren, so. Schlüpfen halt nicht einfach so, ohne dass irgendwas ist, schlüpfen die einfach so aus dem Boden, oder was? Das ist ja das Dümmste, was ich je gehört habe. Hey. Oh, hier brennt's. Mit der Lava ist ein bisschen tricky. Ich ziehe hier gerade so eine Lavasäule mal weiter nach unten. Ja gut, die Ork-Frauen. Dann schauen wir mal. Mir fällt gerade halt auch nichts ein. Ah, das kriegen wir schon. Ich glaube da... Ich weiß. Meinst du, es gibt also, sich da muss dann man schon? Sich nicht, das ergibt sich einfach, ja. Ich denke mal... Wenn wir die NPCs reinmachen, weißt du, so, keine Ahnung, dann stellen wir halt auch auf jeden Fall halt. Ja, Skins wird es ja wahrscheinlich geben, ne, wo man es ein bisschen erkennt. So kriegen wir das schon hin. Das wird es bestimmt geben, meinst du? Sehr. Weg gerade, man könnte diese Lampen hier unten dran machen. Sind sowas heller. Hier ist das auf jeden Fall passender, weil hier ist es echt arschdunkel. So. Bin noch am Überlegen, wie wir das hier machen. Soll ich hier weiter im Kreis gehen? Hm.
Gerade Treppe wäre auch mal cool. Hier unten auf der Tiefe müssen wir uns zum Glück keine Sorgen mehr drüber machen, dass wir aus dem Berg rausbauen oder bei der Lava landen. Das hatte ich nämlich auch schon. Da habe ich so die Grenzen des Berges ausgelotet und auf einmal ist mir voll viel Lava hier reingelaufen. Und alles ist verbrannt. Ja, das kann richtig ärgerlich werden, sowas. Das ist halt auch immer so ein bisschen das Ding, wenn man mit TNT arbeitet, ne? Ja. Also da bin ich auch schon halb verzweifelt. Ne? Also da machst du halt einen Fehler. Wenn man das auch so zur Deko hinstellt, ist auch doof, ne? Ja, ja gut, das geht ja noch, das kann man noch so kontrollieren einigermaßen. Aber ich habe halt sowas wie die Kowulka, habe ich ja schon mal so eine Maschine gebaut, mit der man halt Cobblestone automatisch abbaut. Mhm. Und es war so ein Haushalt, das hat sich immer von alleine wieder aufgebaut und dann wurde es gesprengt und die Cobblestones wurden eingesammelt über so einen Fluss quasi. Und ja, das habe ich halt im Survival mal gebaut und das war die Hölle, dieses Ding. Das war halt echt die Hölle, weil es einfach sich ab und zu mal selbst in die Luft gesprengt hat, sobald man den kleinsten Fehler irgendwo gemacht hat. Okay. Und dann durftest du halt wieder alles von vorne setzen. Mhm. Ja, das ist echt ärgerlich. Da muss man ein bisschen aufpassen. Aber wie gesagt, hier dürfte mir das jetzt eigentlich nicht mehr passieren. Ich glaube, ich mache hier mal noch. Probier mal sowas. Geht denn da ab in den Höhlen eigentlich? Du wolltest doch auch mal eine Disse da unten rein zimmern. Ja, das, genau. Wir wollten ja generell so eine Ork-Disco im Berg bauen. Und haben wir schon wieder ganz verdrängt? Ja, nee, also ich hatte das jetzt nur hinten angestellt. Ah, okay. Wir haben da auch einiges vor mit Licht und Musik einbauen und so. Ja. Yeah. Das wird nochmal eine ganz schöne Tiftelei. Ja, aber das könnte man hier tatsächlich machen, ne? Also ziemlich weit unten halt von mir aus. Ja, genau. Weil wir haben gar nicht noch einen Berg übrig, ne? So richtig. Nicht wirklich, ne? Wobei wir ja auch mittlerweile die Meister sind im künstlich Berge herstellen. Ja, aber ich finde, das muss nicht unbedingt sein. Ja gut, aber also ganz im Notfall habe ich immer noch das Kommando da, ne? Für den Kommando, stimmt, das uns einen Berg macht. Ja, das müssen wir eigentlich unbedingt mal zeigen. Ja. Das könnten wir vielleicht mal nächste Folge irgendwo machen. Das finde ich cool. Ja, das ist echt ein cooles Ding. Dann machen wir mal so einen Berg. Und dann gucken wir uns mal an, das lassen wir dann einfach mal laufen und gucken, wie der so wird. Ja. Das würde mich echt interessieren. Der wird halt schon gut groß bestimmen. Vor allem, da kannst du halt auch dann alle Steine, also egal welchen Stein reinmachen und dann kann man sich noch aussuchen quasi, was das für ein Berg werden soll. Ja, ich wäre für den hier. Dann Bedrock. Bedrock, ja. Auf jeden Fall. Wir dachten ja erst an die Disse in der Kowulka unten drin, ne? Ja. War der erste Plan. Das ist natürlich auch noch Platz. Unter der Kowulka. Da habe ich schon eine Kleinigkeit vorbereitet, heimlich. Was denn? Die zeige ich in der nächsten. Das zeige ich mal in der nächsten Folge. Spannend. Was hast du da rumgefummelt? Tja, nichts, was man sieht. Ja, ich wollte da auch noch ein paar Feinheiten machen mit den Kommandoblöcken. Also die mal ein bisschen aktualisieren quasi. Mhm. Patchen, sozusagen. Boah, das ist so eine Arbeit hier. Ich habe ja angefangen, alles mit dem Bedrock auszutauschen in dem Berg. Mhm. Kommt auch viel cooler, ne? So eine schwarze Höhle. Ja, aber ich finde es ganz cool eigentlich so, wie das auch ab und zu quasi Stein dazwischen ist. Fand ich gar nicht so schlecht. Ja, in so ein paar Ecken kann man das machen. Ja. Es kann ja auch sein, dass den Orks hier beim Bauen einfach mal was weggebrochen ist und das haben sie ausgebessert. Da kann man auch vielleicht ein bisschen Nesa-Ziegeln oder so mal unterbringen. Ne, genau. So habe ich mir das gedacht. So, hier die Treppe, die ist was breiter, wie man sieht. Finde ich aber auch gut so, denn die führt ja zu den wohlhabenderen Orks, die müssen sich nicht durchzwängen. So, und hier würde ich aber mal sagen, wir gehen ums Eck.
Was ist bei den wohlhabenderen Orks? Haben die alle einen eigenen Fernseher oder was? Ja, die haben auf jeden Fall größere Zimmer, wo auch, weiß ich nicht, die lagern da auch ein bisschen Gold und so wertvolle Sachen halt. Und auch hier ein cooler Vorschlag in den Kommentaren war, dass da so kleine Lavaseen sind. Wobei da gab es dann direkt eine Diskussion, können die Orks in die Lavaseen rein? Ja, halten die das aus? Können die da drin baden? Ja, aber man kann ja quasi so einen Lavasee hinten haben und den dann für alles Mögliche benutzen. So. Zum Beispiel ja, für, um Wasser heiß zu machen. Oder so. Dann müsstest du halt beides reinmachen quasi. Ja, können wir ja nochmal überlegen. Ich meine, in Minecraft verbrennt halt eigentlich alles, ne? Was der Lava zu nahe kommt. Ja. Aber die Orks, die könnten ja eine ultra krasse Haut haben. Ja, oder man macht's halt echt so. Lava unter einen Pool. Wie so ein Whirlpool. Den Whirlpool halt aus dann. Glas machen zum Beispiel. Ja. Oder so, dass man die Lava so durchscheinen sieht. Ja. Das könnten wir mal probieren. Wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. So viele Blöcke müssen hier weg. Immer tiefer in den Berg. Berg. Bergbau, Bergbau. Ja, ach ja, was ich auch nochmal hier an die Leute, also den Leuten nochmal vorschlagen wollte, ist, macht uns doch mal Vorschläge, was es noch so für coole Maps gibt für Minecraft. Wir hätten nämlich auch mal Lust, irgendwie mal eine andere Map zu spielen. Oder, also irgendeine Adventure-Map oder sowas. Genau, vielleicht, oder Mods oder so. Ja, genau. Vielleicht gibt es da ja was Cooles und oder ihr wisst was Cooles und bringt uns dann auf den Trichter so. Wäre ganz cool. Einfach mal in die Comments schreiben, was es da alles so gibt. Wir kennen uns da nämlich noch gar nicht so aus, muss man sagen. Aber wir wollten mal ein bisschen damit anfangen, Adventure Maps zu spielen, weil ich habe schon jetzt gesehen, es gibt echt ein paar sehr, sehr witzige. Genau, haut einfach mal Vorschläge raus. Ihr kennt sicher ein paar Sachen. Vielleicht auch von anderen YouTubern oder so. Oh oh. Hast du alles zum Einsturz gebracht? Nee, man muss hier nur mit der Lava so aufpassen. Wenn man da so Blöcke austauscht an der Seite, weißt du, ich habe das ja so eingefasst auch. Mhm. Aber da sind teilweise noch die falschen Blöcke außen rum. Wenn man die austauscht, dann läuft immer direkt was raus. Muss man schnell sein. Ja. Wie die schnellste Maus. Mexiko. BDP, Speedybo. Jetzt im Mars von Mexiko. Läuft das noch im Fernsehen? Glaub nicht. Weiß es nicht. Weiß gar nicht, ob so. Vielleicht irgendwo Cartoon Network oder sowas. Also, solche Cartoons von früher. Nicht so viel, kommen. Ne? Leider. Weiß Aber dafür gibt's halt andere Sachen. Der neue Shit ist Shit. Naja, ist halt auch viel Anime, ne? Ja, okay, die Animes gehen ab, aber das ist Shit. Wobei bei den Animes, ich weiß auch nicht, manche Sachen sind halt auch nur noch Geldmacherei, so. Diese ganzen Kartenspielsachen, ne, oder so, halt immer, wo es so Sachen dann in echt auch gibt, die man kaufen kann, ne. Ich finde das auch echt, ich finde das auch echt komisch mit diesen Figuren, kennst du das? Ich weiß gar nicht. Kaguman oder so. Heißt das so? Irgendwie so eine Art, oder? Bakuga. Bakugan? Ja, aber das ist was anderes, oder? Nee, ich meinte, es gibt so irgendwas, wo man so Figuren sammeln kann und die kannst du dann am PC auf so, auf so eine Plattform stellen. Ja, so Virtual Reality Shit. Genau, und dann hast du das Ingame. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Auf jeden Fall plant Nintendo sowas jetzt auch. Okay.
Aber weiß ich immer nicht, ob sowas ob ankommt oder nicht. Kann ja. Ich halt gar nicht beurteilen. So. Da bin ich leider raus mit dem Alter. Aber ich meine, keine Ahnung, in der 5. Klasse oder so, könnte ich mir schon vorstellen, die Leute drauf abfahren. So wie wir früher mal. Ich weiß noch, das war richtig geil eigentlich früher. Da gab es eine Zeit lang bei uns in der Schule, so in der Grundschule, hat man immer Caps gespielt. Mhm. Also beziehungsweise die meisten Leute haben Caps gespielt, die meisten Jungs natürlich. Die Mädels hatten damit nicht so viel am Hut meistens, aber Caps war der Hammer und es waren eigentlich nur so kleine Scheiben. Einfach nur kleine Scheiben und dann gab es eine Scheibe, die war ein bisschen schwerer als die anderen Scheiben und mit den sogenannten Slammern musste man die kleinen Scheiben umdrehen, die leichteren. Und dann hat man auch um die Caps gespielt, ne? Also ja, genau. Der die abgeräumt hat, der durfte die behalten, glaube ich. Ja, ja. Und das war richtig geil schon. War dann aber irgendwann einfach verschwunden. Dann gab es eine Zeit lang Jojos. Dann ist wirklich jeder mit einem Jojo rumgerannt auf einmal. So ein Kugellager-Jojo. Ja, die waren da ganz neu. Ne? Also die konnte man, wenn man die so feste einmal ausgeschwungen hat, dann sind die unten geblieben eine Zeit lang. Ja. Und haben sich dabei so gedreht und dann konnte man Tricks machen. Affenschaukel zum Beispiel, ne? Glaub, das ist der Standardtrick. Das ist bestimmt heute voll Standard, so ein Jojo. Hä? So ein Jojo, was unten bleibt, ist bestimmt heutzutage Ach so. Voll Standard. Ja, auf jeden Fall war es dann ab dem Zeitpunkt auch schon, aber ich kannte das halt nicht. Ja, ja, war genau. Schon relativ aber dann, neu zu der und Zeit. Und dann so, krass, wie das unten bleibt. Hat einen Leerlauf. Voll teuer. Es war voll teuer, so ein Scheiß. 30 Euro haben die gekostet. 30 Mark so. Noch, ja. 30 Mark, ja. Aber trotzdem, oh Mann, ey. Jeder mit so einem scheiß Jojo rumgerannt ist. Ja, und dann kamen nämlich irgendwann Pokémon-Karten. Und das war richtig geil. Das war so ein richtiger Markt einfach auf dem Schulhof. Immer wenn man in die Pause gegangen ist, da kam man einfach in die Börse quasi. Ja, die Pokémon-Kartenbörse. Ja, die Pokémon-Kartenbörse. Aber ich fand das schon ziemlich geil, ey, dass sich so kleine Kinder so krass da am Traden sind und so. Das ist schon lustig irgendwie, finde ich. Ja. Und dann gab es echt so immer die Big Players, so die voll die geilen Karten hatten. Ja, die das meiste Geld hatten wahrscheinlich. Also. Weißt du noch, dieser eine mit den, dieser kleine Dicke mit den Haarzähnen? Der Ash. Der Ash, ja genau, Ash. Der hieß nämlich auch nur Ash, wie der Hauptcharakter von Pokémon. Ja, ja. Weil er der krasseste so, war. So wurde der immer genannt, richtig. Der Ash. Der Ash war der geilste, ey. Der Ash war der geilste von allen, was Pokémon-Karten angeht. Hier, 3 Turtoks in Foil und hast mit du nicht gesehen. Erste Edition gab's da noch so. Ja, ja. Der hatte alles. Der Ash. Oh Gott. Alles geil, ey. Naja, da sind wir auch schon wieder am Ende der Folge. Bin mit dem kleinen Treppchen hier, fast einen Stockwerk tiefer gekommen. Ist natürlich ein breites Treppchen, das dauert ein bisschen. Aber da können wir beim nächsten Mal dann schon anfangen, das Wohlhabendenviertel hier zu beginnen. Und vielleicht kommt dann auch unten drunter noch oder nebendran die Disco. Mal schauen. Das sehen wir dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Uns. Ja, heute mal wieder in der Höhle unterwegs. Ein paar Feinheiten und dann tiefer in die Erde gebaut. Ich bin echt gespannt, wo das hinführt und wie tief wir noch gehen werden. Das ist ja eigentlich beliebig, bis die Minecraft-Welt aufhört. Naja, mal gucken. Auf jeden Fall können wir da noch allerhand reinbauen. Und da können wir auch so ein bisschen das Platzproblem lösen. Ja, alles, was nicht auf die Oberfläche passt, kommt in die Erde. Und ihr könnt gerne wieder Vorschläge liefern, was wir da so reinbauen und wie man das Ganze hier noch verschönern kann. Ihr seid ja immer echt gut dabei. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal. Tschüss!